herzlich willkommen. Wir setzen unsere Romantikreihe fort. Ich begrüße heute Jochen Kirchhoff. Nach 3 Jahren ist er wieder bei uns und das ist uns große Freude, Ehre und Glück, lieber Kirchhoff. Er lebt als Philosoph in Berlin, ist Schriftsteller, er ist Naturphilosoph und Kosmologe. Er hat soeben unser Haus beehrt mit der neuen Auflage seines Buches Klang und Verwandlung und vollendet in Kürze seine Tetralogie, seine naturphilosophische Tetralogie. Die Tetralogie ist fertig, Zusatzband ist auch fertig, aber erscheint erst im Oktober. Danke für diese Ergänzung. Also wir haben Kirchhoff kennengelernt, auch über ein Buch von ihm, Nietzsche, Hitler und die Deutschen, vom unerlösten Schatten des Dritten Reiches. Hochinteressantes Buch, sehr zu empfehlen. Da kann man vieles verstehen, was man sonst nicht verstehen kann. Ich möchte nur kurz erwähnen, da liegt eine 3 Rowohlt-Biografien, hatte er verfasst, davon eine über Schelling, Kopernikus und Giordano Bruno. Auch jetzt, ich will noch nicht viel weitere Worte machen. Sie wissen, es geht um die Romantik, es geht um Schelling und Novalis. Bitte, lieber Professor Kirchhoff. Danke. Und natürlich Johannes Daxner. Ja, Johannes Daxner möchte ich vorstellen. Wir werden 4 kleine Musikstücke dazwischen einflechten. 2-mal Mendelssohn-Bartholdy, 2-mal Schumann, 200 Jahre Schumann Geburt. Schumann-Jahr, übrigens ja auch interessant, wenn man schon von Jahrestagen redet, von einem 200-Jahrestag, dann müsste man auch erwähnen, dass vor 200 Jahren, das gehört auch zum Thema, 2 der wichtigsten Bücher geschrieben, veröffentlicht worden sind, muss man besser sagen, die es in deutscher Sprache überhaupt gibt. 1810, das ist einmal das Organon der Heilkunst von Samuel Hahnemann, das Grundlagenwerk der Homöopathie. Wir wissen ja vielleicht aus den letzten Wochen die heiße Diskussion um Homöopathie, sollen Kassen das bezahlen und so weiter. Ist das überhaupt Wissenschaft? Ist es nicht Placebo und Psychotherapie, mehr oder weniger? Die Diskussion läuft ja, jedenfalls in Deutschland lief sie sehr intensiv. Und das zweite Buch ist die Farbenlehre. In ihrer umfassenden Form. Es waren ja ungeheure Bücher, die ja weitergewirkt haben und bis heute eine ungeheure Bedeutung haben, auch naturphilosophisch Bedeutung haben, auch eine lange Vorgeschichte, auch zu tun haben mit Schelling übrigens. Also man hat immer wieder darüber nachgedacht, ob Hahnemann in der Konzeption der Homöopathie möglicherweise von der romantischen Naturphilosophie beeinflusst gewesen wäre, etwa von Schelling. Das hat sich nie verifizieren lassen. Hahnemann war kein Philosoph, wollte es auch gar nicht sein, Empiriker, wie man weiß, kausale Erklärungen interessierten ihn eigentlich nicht. Aber es gibt verschiedene Formulierungen bei Hahnemann, die darauf schließen lassen, dass er doch den Schelling möglicherweise gekannt hat, dass er was gelesen hat. Klar, belegt ist es nicht. Und dann ein großartiges Buch, was ich den beiden anderen an die Seite stellen würde, was aber die wenigsten kennen, vielleicht auch die wenigsten in diesem Raum kennen werden, ist von Schelling, 1810 veröffentlicht, wollte Schelling veröffentlichen, hat erst angefangen zu schreiben, nie vollendet, das Buch Die Welt, Alter. Ein grandioses philosophisches Werk, was ich jedem von Ihnen ans Herz legen kann. Ein fulminantes Werk, nie vollendet. Ein großer, fragmentarischer Brocken, den Schelling einfach nicht vollenden konnte. Das war von ihm konzipiert als Gegenentwurf zu Hegel. Das war zu der Zeit, als bereits zwischen ihm und Hegel, seinem alten Freund, die haben ja lange zusammengelebt, nicht Hölderlin, Schelling und Hegel haben in einem Zimmer in Tübingen lange zusammengelebt, kannten sich ja gut, waren bestens befreundet, haben sich gegenseitig beeinflusst. Schelling war der Jüngste, 1775 geboren, die beiden anderen ja 1770 geboren, nicht die berühmte
Generation, der ja auch Beethoven zugehört. Also, die Weltalter, ein wunderbares, ein wirklich großartiges Buch. Ich habe ja den Vortrag unter ein bestimmtes Motto gestellt, man kann auch sagen, unter eine bestimmte Fragestellung. Das muss ich einfach sagen. Es geht nicht nur um eine, sagen wir mal, historisch interessante Gestalt, zwei interessante Gestalten. Es ist nicht nur ein historisches Phänomen, wenn man sagt, naja, die romantische Naturphilosophie, hochinteressant, zwar vor 200 Jahren, das ist immer noch spannend und das liest man gerne, sondern ich habe es ja unter die Frage gestellt, in einer schwierigen globalen Situation, in einer Krisensituation, in einer ökologisch krisenhaften Situation, ja ganz zentral auch, gibt es möglicherweise in der Geistesgeschichte Ansätze, aus denen wir Impulse ableiten können, die uns weiterhelfen. Das heißt nicht, dass wir diese Impulse nun pur übernehmen können, einfach so jetzt wieder, ob Goethe oder Schelling oder nur weiß, das geht nicht. Aber ob man sie in einer möglicherweise veränderten Form, einer adaptierten Form, in irgendeiner Form verwenden kann, fruchtbar machen kann. Ich meine, dass das geht. Und das war ja die Grundfragestellung, die auch in dem kleinen Heftchen gestanden hat, dass wir doch in einer Situation uns befinden, in der wir, wie man ja weiß, die Lebensgrundlagen auf dieser Erde gefährden, möglicherweise ganz zerstören. Es sieht ja nicht gut aus, muss man einfach klar sagen. Man muss sich da keine Illusionen hingeben. Man neigt dazu, das zu verdrängen. Aber die ökologischen Daten, nüchtern betrachtet, sind verheerend und desaströs. Also wenn man das wirklich über sich bringt, dass man einen Moment in ganzer Breite und Fülle und Furchtbarkeit auch auf sich wirken lässt, dann kann einen das deprimieren. Das muss einen nicht deprimieren. Aber es ist mal wichtig, dass man die Gefährdung, die existiert, zur Kenntnis nimmt. Und da ist es interessant, die Frage mich ja immer wieder beschäftigt, auch in der genannten Tetralogie, was ist überhaupt passiert? Wie konnte es dazu kommen? Was gab es? Weichenstellungen? Irgendwo, wann waren diese? In der Antike? Vor 2000 Jahren? In der Renaissance? Wann was ist eigentlich passiert? Wie ist das alles dazu gekommen? Letztgültige Antworten kann ich auch nicht geben, aber es gibt doch einige Dinge, die man sagen kann. Ich gebe mal zwei Zitate an den Anfang. Eines von Schelling, der hier primär zur Sprache kommen soll, weil er weniger bekannt ist als Novalis. Und eines von Novalis. 1797, ein wichtiges Jahr für Schelling, da war er erst 22 Jahre alt, hochbegabt, frühreif, zwei Jahre später ist er schon Professor in Jena, schreibt er: Die äußere Welt liegt vor uns aufgeschlagen, um in ihr die Geschichte unseres Geistes wiederzufinden. Äußere Welt liegt vor uns aufgeschlagen, um in ihr, in der Natur, in der äußeren Welt, die Geschichte unseres Geistes wiederzufinden. Erstaunliche Aussage, keineswegs ist ja eine Selbstverständlichkeit für die Zeit vor mehr als 200 Jahren. Die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist, die unsichtbare Natur sein. Hier also, in der absoluten Identität des Geistes in uns und der Natur außer uns, muss sich das Problem, wie eine Natur außer uns möglich sei, auflösen. Das letzte Ziel unserer weiteren Nachforschung ist daher diese Idee der Natur. Also letztlich die Grundfrage Geist, Natur. Wie kommt das zusammen? Sind das zwei völlig verschiedene Bereiche? Das eine läuft naturgesetzlich, kausal ab, das andere ist irgendwie ganz getrennt davon. Das hat ja die Menschen vor 200 Jahren enorm beschäftigt. Zum Teil ist es ja auch noch heute eine brennende Frage. Das zweite Zitat stammt aus den Fragmenten von Novalis, die ich eigentlich für sein wichtigstes Werk halte. Für hunderte von Fragmenten hat ja Novalis geschrieben.
in denen er kaum ein Thema nicht berührt, ganz viele Themen behandelt, an, tippt es auch nur zum Teil, das hat ihm ja von Schelling den Vorwurf eingetragen, es sei eine Frivolität des Geistes, an allem immer nur so anzurühren und niemals etwas gründlich zu durchdenken. Novalis aus den Fragmenten. Alles, was wir erfahren, ist eine Mitteilung. So ist die Welt in der Tat eine Mitteilung, eine Offenbarung des Geistes. Die Zeit ist nicht mehr, wo der Geist Gottes verständlich war. Der Sinn der Welt ist verloren gegangen. Wir sind beim Buchstaben stehen geblieben. Wir haben das Erscheinende über der Erscheinung verloren. Dann Formularwesen. Das ist ganz typisch in den Fragmenten von Novalis, kommt oft manchmal nur ein Wort zu sagen. Ein Wort steht dann so da als Chiffre gewissermaßen. Und dann, die Welt ist ein Makroanthropos. Ein großer Mensch, die Welt. Ein Makroanthropos. Es ist ein Weltgeist, wie es eine Weltseele gibt. Das ist ganz merkwürdig. Die Seele soll Geist der Körperwelt werden. Die Welt ist noch nicht fertig. So wenig wie der Weltgeist. Na wieder chiffrenhaft, gemeine Physik, höhere Physik. Der Mensch ist gemeine Prosa, er soll höhere Prosa werden. Allumfassende Prosa. Bildung des Geistes ist Mitbildung des Weltgeistes. Ja, großartig. Bildung des Geistes ist Mitbildung des Weltgeistes. Ein hohes Bild vom Menschen dringt ja dadurch, was durchaus hochinteressant ist. Nun, ich sagte schon, dass wir Absatz 10 betrachten müssen als das Erscheinungsjahr dreier entscheidend wichtiger Jahre, dreier entscheidend wichtiger Bücher. Ich will die Biografie Schellings hier nicht nacherzählen, das würde viel zu lang dauern, das ist auch nicht so interessant jetzt für uns. Ich will nur drei Episoden aus dem Leben Schellings nennen, die für uns wichtig sind. Schelling war, wie ich schon angedeutet habe, frühreif, extrem frühreif. Man kann eigentlich sagen, er war mit 17, 18, 19 eigentlich schon komplett und hat ganz früh wichtige Bücher veröffentlicht, schon als 22-Jähriger, die berühmten Ideen zu einer Philosophie der Natur, auch ein über weite Strecken fragmentarisches Werk. Und dann 1798, ein wunderbares Buch, Von der Weltseele, mit dem Untertitel, eine Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des allgemeinen Organismus. Weltseele, ein uralter Gedanke aus der platonischen Philosophie, dann Plotin, Neuplatonismus, Renaissance-Philosophie, Weltseele, ganz vereinfacht jetzt mal gesagt, ein allbelebendes, allumfassendes Prinzip, ein universelles Prinzip, in das jede Einzelseele quasi integriert ist. Also der Einzelseele ist in gewisser Weise Teil der Weltseele. Einmal heißt es bei Novalis, die individuelle Seele soll mit der Weltseele übereinstimmend werden. Herrschaft der Weltseele und Mitherrschaft der individuellen Seele. Also die Weltseele als ein, kann man auch sagen, ein universales Fluidum, was überhaupt Kommunikation zwischen Menschen ermöglicht, was überhaupt das Lebendige ist, was zwischen Menschen und in der Welt überhaupt vorhanden ist. In gewisser Weise ja, wie Giordano Bruno dann sagt, mit dem Raum
identisch. Der Raum selber ist in gewisser Weise dieses Universalprinzip der Weltseele. Nun muss man sagen, dass diese Naturphilosophie von Schelling und auch von Novalis ja nicht voraussetzungslos darstellt. Ich will das ganz kurz darstellen, ihr werdet eine kleine erste Musik hören. Was waren die entscheidenden Punkte vor 200 Jahren, die, sagen wir mal, die wacheren Geister in Europa beschäftigten? Ganz verkürzt gesagt war das Folgendes. Da war auf der einen Seite der enorme Erfolg der newtonschen Physik, der Himmelsmechanik. Die schien ja doch erst einmal eine frappante Erklärung zu liefern für die Gestirnbewegungen. Die waren mathematisierbar, sie waren berechenbar. Und die Frage war ja dann auch sofort auf dem Tisch, ja, wenn das alles so wunderbar mechanisch, mathematisch funktioniert, wozu dann überhaupt Gott? Die berühmte Aussage Laplace, Napoleon hat ihn ja gefragt, wo bleibt denn eigentlich Gott im newtonschen Weltsystem? Und Laplace hat gesagt, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Diese Hypothese habe ich nicht nötig gehabt. Also die Hypothese Gott, überflüssig. Weil das brauchen wir nicht, das funktioniert sozusagen immanent in sich kausal. Und das war ja, Newton hatte eine Autorität im späten 18. Jahrhundert, die man sich heute kaum vorstellen kann. Also alles, was nicht konform ging mit der herrschenden newtonschen Physik, war von vornherein fast nicht möglich. Etwa die Wellentheorie des Lichtes. Newton lehnte sie ab, obwohl es schon zu seiner Zeit Physiker gab, die sich für die Wellentheorie des Lichtes einsetzte. Newton vertrat ja eine Korpuskulartheorie. Lauter kleine Kügelchen werden sozusagen abgefeuert im Licht. Und alle Ansätze wurden unterpflügt und Newton war die überragende Autorität. Wie sah es in der Biologie aus? Da muss man etwas erwähnen, was viele nicht wissen, weil sie Geistgeschichte und auch Wissenschaftsgeschichte nicht gründlich studiert haben. Eine entscheidende Figur in dieser Zeit war, wenn ich jetzt sage Darwin, denken Sie an Charles Darwin. Er ist der Großvater von Charles Darwin gemeint, Erasmus Darwin. Der hatte einen enormen Einfluss und hat in wesentlichen Punkten schon das ganze Gebäude, kann man sagen, seines Großvaters war weggenommen. Wenn Sie bei Goethe lesen, er hätte Darwin gelesen, dann guckt er halbgebildet, Darwin, Goethe hat Darwin gelesen, wie ist das möglich? Das Hauptwerk Darwin ist doch 1859 erschienen, Irritation. Oder auch Novalis erwähnt Darwin. Wieso? Darwin kann doch nicht sein. Ja, also es ist Erasmus Darwin gemeint, der Großvater. Und viele andere Gelehrte hatten schon damals die Auffassung vertreten, die fast allgemeingut war in der wissenschaftlichen Welt, dass alles Lebendige zusammengehört und dass es eine Evolution des Lebendigen gibt. Das ist keine Erfindung von Charles Darwin, sondern das war ein vollkommen akzeptierter, allgemein akzeptierter Gedanke, eine große Metamorphose in der Natur, ein großer Bewusstseinsprozess durch die Formen hindurch, wobei auch die Tiere und die Menschen ganz eng miteinander zu tun haben. Fast noch stärker als bei Darwin, dem berühmten Charles Darwin. Wurde heiß diskutiert, zum Beispiel diskutiert, ob Vögel Intelligenz haben. War eine ganz große Diskussion. Selbst von ausgepichten Rationalisten wie John Locke zum Beispiel, ja, die haben darüber ernsthaft gesprochen. Sie verstehen Vögel wirklich. Das ist ja heute, wenn Sie an die Graupapageien denken, ja, ein interessantes Feld, dass Graupapageien ja auch offenbar Sprache verstehen. Und wer sich damit beschäftigt, der kommt aus dem Staunen nicht raus, was für wirklich kluge Tiere, Graupapageien sind, von Krähen ganz zu schweigen. Also ganz erstaunlich. Also das wurde damals sehr viel diskutiert. Und das ist der eine Punkt. Also die Biologie im wissenschaftlichen Sinne gab es eigentlich noch nicht. Es gab Vorformen der Biologie, die auch Schelling sehr gut kannte. Man muss auch sagen, dass die beiden, Schelling und Novalis, den
Stand der naturwissenschaftlichen und auch naturphilosophischen Fragestellung ihrer Zeit sehr gut kannten. Man ist ja auch ganz schnell geneigt, jemanden wie Novalis so als den Poeten der blauen Blume, als den so, das verschwimmt alles im Ungefähren, Fantastischen irgendwie, Heinrich von Ofterdingen. Und das ist ein Aspekt bei Novalis, ist aber keineswegs der zentrale Aspekt. Novalis war gleichzeitig ein ganz kühler Kopf, Bergbaufachmann, der auch die Physik seiner Zeit sehr genau kannte, der die Mathematik seiner Zeit sehr genau kannte, der ein vollgültiger Zeitgenosse war, wie auch Schelling. Er wäre wahrscheinlich noch ein großer Konkurrent von Schelling geworden, wenn er nicht 1801, wie man weiß, im Alter von 29 Jahren gestorben wäre. Das ist immer die Frage, auch in der Musikgeschichte, was wäre gewesen, wenn zum Beispiel Schumann wesentlich länger gelebt hätte, wäre er jetzt noch ein Konkurrent von Wagner gewesen. Oder wenn Schubert nicht 1828 gestorben wäre, sei er noch 30 Jahre weitergelebt oder 40, wäre er dann ein Konkurrent gewesen von Schumann, von Wagner, von Brahms. Also interessante Fragen, auf die es natürlich keine Antwort gibt. Also, diese Fragen wurden diskutiert. Dann gab es noch einen weiteren Punkt, den alle wahren Geister der Zeit teilten. Sie waren, wie soll man sagen, eschatologisch orientiert. Sie glaubten, dass über die Französische Revolution und die geistigen Bewegungen etwas sich abzeichnet, sozusagen ein neues Zeitalter beginnt. Ganz extrem bei dem jungen Schelling, bei dem jungen Hegel, bei dem jungen Hölderlin, die ja also sich trennten im Tübinger Stift, ja eine Parole ausgaben, Reich Gottes, daran wollten sie sich wiedererkennen. Auch bei Novalis ist das ganz stark und auch bei anderen Denkern. Jetzt ist eine neue Zeit. Jetzt wird alles anders. Wir versöhnen Vernunft und Gefühl. Wir versöhnen Natur und Geist. Jetzt ist der Punkt gekommen. Jetzt. Dass das Ganze, wie so viele Aufbrüche dann im Katzenjammer endete, erstmal auch in den ab runterging und ganz andere dann das Sagen hatten, wie man weiß, ist eine andere Frage. Wir hören erstmal ein kleines Stück Musik von Herrn Daxner. Mendelssohn oder Schumann? Mendelssohn. Mendelssohn, gut. Thank you.
Gut. Jetzt zur Philosophie. Wir haben ja schon einiges gesagt zur Naturwissenschaft. Ich habe ja in Newton für Himmelsmechanik erwähnt. In ganz großer Knappheit. Ein bisschen was zur Biologie gesagt, die als Wissenschaft noch nicht existierte, aber es gab viele Überlegungen über den Zusammenhalt der organischen Formen im Prozess der Evolution und der Verwandtschaft dieser Formen. Ich betone das deswegen, weil so im allgemeinen Bewusstsein der Gedanke vorherrscht, das sei nun der große Gedankenentwurf Darwins gewesen. Das ist nicht so. Der entscheidende Gedanke Darwins war ja was ganz anderes. Dass man das auch kausal mechanisch ableiten kann. Und da bin ich auch bei dem nächsten Thema und muss auf Kant eingehen. Weil in ganz großer Kürze, Kant hatte ja 1781 sein berühmtes Buch veröffentlicht, Die Kritik der reinen Vernunft. Ein Buch, was ungeheure Auswirkungen hatte, ja manche fast in den Wahnsinn getrieben hat. Kleist war erschüttert, zum Beispiel, von diesem Buch. Andere waren aus den Fugen geraten, nannten Kant den alles Zermalmer. Warum? Kant hatte auf 700 Seiten plausibel zu machen versucht, dass Metaphysik im alten Sinne nunmehr endgültig vorbei sei. Die traditionelle Metaphysik war davon ausgegangen, der Mensch, das ist rationale Metaphysik, abgesehen jetzt von religiös-spirituellen Ansätzen, der Mensch ist in der Lage, über die Vernunft sich quasi in die Weltvernunft einzuklinken. Ein ganz einfacher Grundgedanke, der ja auch nicht ganz falsch ist. Das muss man ja auch sagen und das kann man ja auch schnell sehen. Wenn überhaupt etwas erkannt werden kann in der Welt, dann gibt es eine Grundvoraussetzung dafür, wenn etwas vom menschlichen Geist erkannt werden kann, dass Geist auch in der Natur selber vorhanden ist. Wenn ich das verneine, wenn ich sage, Geist ist gar nicht vorhanden in der Natur, dann wird es schwierig. Dann verbanne ich natürlich den Menschen in das Spiegelkabinett seiner eigenen Projektion. Und dann projiziere ich ja nur alles nach außen. Schönheit, Ästhetik, Werte, Verbindungen außerhalb des materiell alles nur Projektionen, menschliches Wunschdenken, Psychologie. So weit ging Kant gar nicht. Aber es lag etwas darin. Kritik der reinen Vernunft meint ja so viel. Eine Kritik der reinen spekulativen Vernunft, die sich anmaßt, über das reine Denken die Welt zu erkennen. Leibniz wird da immer als Beispiel angeführt. Leibniz als der Rationalist, der versuchte, die Welt zu denken, weil er davon ausgeht, meine Vernunft, also die ich in mir spüre, ist auch die Vernunft in der Welt. Warum soll ich nicht den Weltgeist auf die Spur kommen über das Denken? Ich meine, Philosophie hat immer so gedacht, ja auch bei Hegel nachher, selbstverständlich. Wenn ich nicht so denke, ich sage es nochmal, dann bleibe ich ja in meinen Projektionen stecken. Dann ist es auch ganz interessant, was ich psychologisch so auf die Wege bringe. Aber mit tieferer Erkenntnis hat das nichts zu tun. Natürlich, die Naturwissenschaftler haben so ohnehin dagegen Sturm gelaufen. Was ist so spekulativ? Es ist auch keine Empirie, es ist nicht messbar. Das ist so ohnehin einfach windig in irgendeiner Form. Also Kant hat ja versucht zu zeigen, Metaphysik im alten Sinne ist unmöglich. Und nun war das die Negativaussage bei Kant, die viele, wie gesagt, beunruhigt hat und die für viele geradezu ruinös war, erschütternd. Es gab aber noch einen anderen Aspekt in der kantischen Philosophie. Es war ja durch Newton die Frage aufgetaucht, warum kann der Mensch überhaupt Naturgesetze erkennen, diese auch mathematisch formulieren, das nahm ja Newton für sich in Anspruch, das wurde ja auch von den Gebildeten der Zeit weitgehend akzeptiert. Was ist da, was liegt da vor? Und da sagte Kant, diese Naturgesetze sind als solche in der Natur gar nicht vorhanden, sondern der Mensch in der Einheit seines Selbstbewusstseins
stülpt sie gewissermaßen über eine ihm im Innersten unbekannte Natur, die er das Ding an sich nannte. Und in diesem Sinne Projektion, aber er benutzte das Wort Projektion nicht. Also Kant meinte, die Dinge, wie sie in ihrem eigentlichen Wesen sind, das war das Negativmoment, sind uns vollkommen verschlossen. Wie die Dinge wirklich sind, das eigentliche Wesen der Dinge, das nannte er mit diesem merkwürdigen Begriff, das Ding an sich, das können wir nicht erkennen. Insofern spiegelt sich der Mensch immer wieder selber in seinem eigenen Subjekt. Aber in diesem Subjekt finden sich Anschauungsformen, etwa Raum, Zeit, Kausalität, Substanz und so weiter, die eine unbekannte Welt, ein großes X, plötzlich verstehbar machen für den Menschen. Und da lag ein Ansatzpunkt für die romantischen Philosophen. Denn wenn das so ist, der erste war Fichte, dann folgte Schelling, Hegel und andere. Wenn das so ist, dann hat ja der Mensch über seine Subjekthaftigkeit eine ungeheure Möglichkeit. Dann ist er sozusagen die Quelle der Naturgesetzlichkeit. Und dann müsste es möglich sein, so haben ja dann einige Kant-Interpreten Kant ganz anders gedeutet, über eine Introspektion, über eine nach innen Wendung des eigenen Subjekts, der Welt dann doch irgendwie auf die Spur zu kommen, dann doch irgendwie einen geheimen Zugang zur Welt zu finden. Denn das entscheidende Problem, um das nochmal klar zu sagen, war ja, wie stehen Natur und Geist zueinander? Man hatte gesehen, die Natur im Sinne von die materielle Außenwelt, die wir hier alle, wenn wir im Raum sitzen, ja gemeinsam teilen. Wir haben ja irgendwie eine gewisse Verlässlichkeit einer gemeinsam existierenden Außenwelt. Da kann ich immer noch sagen, das ist einfach nur eine Phantasmagorie, jedes Einzelne von uns. Okay, dann wird es schwierig, dann muss man sagen, was bedeutet das dann? Warum ist das so konsistent und so stimmig? Ganz so kann es nicht sein. Gut, also eine relativ stabile, objektive Außenwelt existiert. Die folgt ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Damals dachte man, sie folgt kausalen Gesetzlichkeiten, die ohne jede Lücke ablaufen. Das ist wichtig. Also die so lückenlos sind, dass wenn man einem Weltgeist ein kleines Segment im Weltprozess nur gäbe, könnte dieser Weltgeist, weil alles so absolut kausal abläuft, den gesamten Weltprozess aufgrund dieses einen kleinen Querschnitts der Welt total voraussagen. Also fast der Determinismus. Später hat die Physik das dann relativiert in der Kant-Theorie und so weiter. Das muss ich jetzt nicht weiter erörtern. Es wurde ja, das Kausalgesetz ist ja in Schwanken gekommen durch Heisenberg und andere. Das will ich aber jetzt nicht erörtern. Und dann war da die Frage, ja, der Mensch hat doch aber offenbar subjektiv das Gefühl einer gewissen Freiheit. Er fühlt sich doch nicht als Automat. Wenn er dann doch ein Automat wäre, aber er weiß es gar nicht, was ja möglich ist. Auch Spinoza, der große Spinoza, von Goethe bewundert, dachte auch so. Das wissen vielleicht viele gar nicht. Auch er meinte, wenn man den Stein fragen könnte, der fällt, würde er sagen, er sei frei. Und so ist es mit dem Menschen auch. Der Mensch ist letztlich ein Automat, aber er weiß es nicht. Leibniz hat sich dann ein wunderbares Modell ausgedacht, wie das funktionieren kann. Er nannte das die prästabilisierte Harmonie. Das heißt, Geist und Natur sind von vornherein von Gott so gebaut, dass sie absolut synchron laufen. Keiner beeinflusst jeweils die andere Sphäre. Also die Frage war wirklich entscheidend wichtig, wie kommt der Geist, wie kommt der lebendige Geist in eine kausal, mechanisch und in diesem Sinne tot ablaufende Natur überhaupt hinein? Das war ein ungeheures Problem. Und Kant hat zum Beispiel vor der organischen Welt völlig kapituliert. Es gibt ja ein berühmtes Wort von Kant, der sagt ja, er könne sich zwar gut vorstellen, wie die Gestirne entstehen, das
hätte er durch Newton gelernt, aber wie ein einziger Grashalm funktioniert, da müsste er kapitulieren. Und das würde auch nie vom Menschen irgendwie erkannt werden. Das Leben als solches sei grundsätzlich unerkennbar, war ja seine Überzeugung. Das ist der Ansatzpunkt der romantischen Naturphilosophie. Da setzt Schelling an, da greift er den Kant an der genannten Stelle auf. Nicht den Kant, der die Erkenntnis verneint, die metaphysische Erkenntnis, sondern er wird zum Gründer einer neuen Metaphysik, natürlich befehdet von den Kantianern, ist ja klar, die das als Rückfall werteten in die ja längst widerlegte Metaphysik. Aber Schelling und Novalis und andere, mit Abstrich noch Goethe, obwohl Goethe mit dem Wort Metaphysik, sagen wir mal, vorsichtig umgegangen ist, aus gutem Grund. Hat sich überhaupt, wie man weiß, der Philosophie eher ferngehalten. Obwohl er, das muss man noch biografisch sagen, ja, den jungen Schelling sehr schätzte. Und dass Schelling als 24-Jähriger ja Professor werden konnte in Jena, hat er Goethe zu verdanken. Es gibt ja diese berühmte Begegnung bei Schiller, 1798 dann. Und da hat er den jungen Schelling eingeladen, bei Schiller haben sie lange gesprochen und Goethe war begeistert. Endlich mal ein Philosoph, der ihn versteht. Sie haben sich prächtig verstanden. Der 24-jährige Schelling und der wesentlich ältere Goethe waren in dem Sinne nicht befreundet, aber sie waren doch sehr eng verbunden und haben engstens seitdem zusammengearbeitet. Und bei Schelling muss man noch sagen, ehe wir dann den nächsten Schritt vollziehen, ist es eine gewisse Tragik, dass er immer neu ansetzte. Schelling ist auch ein großer, wie soll man sagen, ähnlich wie Novalis und andere, hat er primär Fragmente produziert. Seine naturphilosophischen Schriften sind nie vollständig. Er hat sie abgebrochen, Ideen zu einer Philosophie der Natur abgebrochen, aber veröffentlicht. Weltseele, ein Konglomerat von hochinteressanten Gedanken abgebrochen, aber veröffentlicht. Was natürlich viele kritisiert haben und auch was sehr früh, das muss man auch sagen, den Spott heraufbeschworen hat. Schelling ist ganz früh scharf angegriffen worden als Phantast. Und als, das geht nicht, das ist, diese Art von Naturspekulation ist nicht seriös. Schelling hat sich ganz großen Angriffen immer wieder gegenüber gesehen. Berühmtes Beispiel ist Heinrich Heine, den wir ja als Dichter schätzen und auch ich ihn auch sehr schätze als Prosa-Autor in seinem berühmten Buch zur Religion, Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Da macht er den Schelling vollkommen runter. Wer das klare Denken aufgibt und sich auf die Ebene der Faselhänse begibt, so Heine, der ist bei Schelling gut aufgehoben. Nietzsche spottet später über Schelling, viel gespottet worden. Zu Unrecht. Schelling hat immer wieder neu angesetzt. Und eine weitere Tragweite dann, dass man den alten Schelling, das will ich noch als letztes zur Biografie sagen, dann nach Berlin holte, 1841, ist er nochmal in Berlin aufgetreten, 10 Jahre nach Hegels Tod. Er sollte die große Alternative sein. Es war aber ein Fiasko. Die berühmte erste Vorlesung Schellings, 15. November 1841, da war Kierkegaard, da waren viele andere bedeutende Persönlichkeiten, unter anderem Friedrich Engels saß drin, eigenartig Friedrich Engels, das ist ja ein Kierkegaard allein schon, saßen dort und waren hochgespannt, was der alte Schelling zu sagen hat. Und es war ein Fiasko, weil der alte Schelling, wie er Messias auftrat, weihevoll sprach, auf eine gewisse Gestik, eine gewisse Arroganz, er sei der Vollender der Philosophie. Und seine Vorlesungen waren binnen kürzester Zeit, schrumpften sie zusammen und er musste sie abbrechen, weil keiner mehr kam. Also im Grunde eine Tragik. Und dann ist er sehr eigentlich vereinsamt, hat sehr zurückgezogen gelebt und hat eigentlich kaum noch Vorträge gehalten, weil es war nicht mehr die Zeit für sein Denken und es blieb auch lange eigentlich vollkommen vergessen. Es ist eigentlich im 20. Jahrhundert erst dann wieder entdeckt worden. Und für die Ökologiefrage ja auch noch gar nicht so lange. Als ich vor 30 Jahren hier mein Schelling-Büchlein schrieb, war das keineswegs selbstverständlich.
dass man Schelling also auch für die ganze Frage der Ökologie nochmal neu heranziehen konnte. Auch damals, ich bin da kritisiert worden, was macht der Kirchhoff da? Also ganz eine, er holt jetzt den Schelling raus und will ihn da für die ökologische Krise, für diese ganze Frage fruchtbar machen. Hören wir erstmal ein kleines Stück Musik, ja? Okay. Also, die Frage war, wie kommt der lebendige Geist, auch der Mensch in seiner Subjekthaftigkeit, in seiner lebendigen Innenausstattung in eine Welt hinein, wie kommt überhaupt das Leben in eine Welt hinein, die so offenbar nach mechanisch-kausalen Prinzipien funktioniert? Die Frage musste geklärt werden. Es musste gefragt werden, letztlich, was ist diese Natur, was ist dieses Außen? Ist sie vielleicht selbst durchdrungen von einem lebendigen Geistprinzip? Lässt sich das denken oder ist es einfach nur Spekulation oder Poesie, was ja Kritiker immer gesagt haben? Ich gebe Ihnen mal eine Passage, die auf eine sehr deutliche Weise uns in dieses Thema reinführt. Eine längere Passage von Schelling lese ich jetzt mal vor. Und vielleicht versuchen Sie mal, das mitzudenken, einfach mal ein längeres Originalzitat, das sich da ein bisschen rein verlieren. Schelling hat eine eigene Sprache, ist nicht immer ganz einfach, gilt als schwer verständlich. Viele sagen, oh, Schelling, ja, irgendwie, ja, den habe ich schon mal gehört, den Namen, aber das versteht auch kein Mensch. Es ist nicht so. Schelling ist verstehbar. Ich muss allerdings zugeben, man muss auch sich hinein verlieren. Man muss auch schon mal Zeit investieren, wenn man es denn möchte. Es lohnt sich, finde ich. Gut. Also, schon 1797 schreibt Schelling: Im Zweckmäßigen, das haben wir jetzt viel diskutiert, der Zweck, das lasse ich jetzt mal so stehen, auch bei Kant. Im Zweckmäßigen durchdringt sich Form und Materie, Begriff und Anschauung. Eben dies ist der Charakter des Geistes, in welchem Ideales und Reales absolut vereinigt sind. Daher ist in jeder Organisation etwas Symbolisches und jede Pflanze ist sozusagen der verschlungene Zug der Seele. Die Pflanze ist der verschlungene Zug der Seele. Schön gesagt, schön poetisch gesagt, aber was ist der Erkenntniswert darin? Da in unserem Geiste ein unendliches Bestreben ist, sich selbst zu organisieren, auch sich, das berühmte Begriff der Autopoiesis, der Selbstorganisation, die ja Schelling schon im späten 18. Jahrhundert formuliert, also da in unserem Geiste ein unendliches Bestreben ist, sich selbst zu organisieren, so muss auch in der äußeren Welt eine allgemeine Tendenz zur Organisation sich offenbaren. So ist es wirklich.
Das Weltsystem ist eine Art von Organisation, das sich von einem gemeinschaftlichen Zentrum aus gebildet hat. Die Kräfte der chemischen Materie sind schon jenseits des bloß Mechanischen. Selbst rohe Materie, die sich aus einem gemeinschaftlichen Medium scheiden, schließen in regelmäßigen Figuren an. Der allgemeine Bildungstrieb der Natur verliert sich zuletzt in einer Unendlichkeit, welche zu ermessen selbst das gewaffnete Auge nicht mehr fähig ist. Schelling verwendet hier interessanterweise den Begriff der Organisation. Das ist ja nicht das ist ja auch organisch, organologisch, aber auch eben Organisation als ein Prozess. Es organisiert sich von einem gemeinschaftlichen Zentrum aus, das auch etwas Seelisches hat. Also der allgemeine Bildungstrieb der Natur verliert sich zuletzt in eine Unendlichkeit, welche zu ermessen selbst das gewaffnete Auge nicht mehr fähig ist. Der stete und feste Gang der Natur zur Organisation verrät deutlich genug einen regen Trieb, der mit der rohen Materie gleichsam ringend jetzt siegt, jetzt verliert, jetzt in freieren, jetzt in beschränkteren Formen sich durchbricht. Also auch ein Bewusstseinsringen hin zu einer höheren geistigen Organisation. Es ist der allgemeine Geist der Natur, der allmählich die rohe Materie sich selbst ausbildet. Vom Moosgeflechte an dem kaum noch die Spur der Organisation sichtbar ist, bis zur veredelten Gestalt, die die Fesseln der Materie abgestreift zu haben scheint, herrscht ein und derselbe Trieb, der nach einem festen und demselben Ideal von Zweckmäßigkeit zu arbeiten ins Unendliche fort ein und dasselbe Urbild, die reine Form unseres Geistes auszudrücken bestrebt ist. Es ist keine Organisation denkbar ohne produktive Kraft. Ich möchte wissen, wie eine solche Kraft in die Materie käme, wenn wir dieselbe als ein Ding an sich annehmen. Das muss man vielleicht erklären. Wenn wir die Materie als reines Außen betrachten, das habe ich ja vorhin erklärt, versucht zu erklären, ist ja die Frage, wenn wir Natur als pures Außen betrachten, dann ist die Frage der Organisation schwierig. Geschieht das von innen? Gibt es ein inneres Prinzip? Ist es ein geistiges Prinzip? Ein symbolischer Zug der Seele, heißt es ja, im Hinblick auf die Pflanze. Also gibt es ein geistig-schöpferisches, organisierendes Prinzip in der Materie, was stufenmäßig über die Naturreiche immer höher hinaufgeht, um irgendwann im Menschen anzukommen. Das ist ja auch der Gedanke der Evolution des Geistes, wie er dann auch bei Hegel nur stramm, logisch, rationalistisch durchgeführt wird. Bei Hegel ist ja so dann, die Geschichte, auch die Naturgeschichte, ist sozusagen die Selbstwerdung, die Selbstbewusstwerdung des Weltgeistes. Der Weltgeist kommt in der Natur und in der Weltgeschichte zu sich selbst. Spötter haben dann gesagt, natürlich in der Gestalt des Professor Hegel in Berlin kommt der Weltgeist, ist der Weltgeist zu sich selbst gekommen. Deswegen gibt es danach keine Philosophie, weil er hat die Philosophie abgeschlossen, weil in ihm ist der Weltgeist ja zu sich selbst gekommen. Es ist hier kein Grund mehr, in Behauptungen vorsichtig zu sein. An dem, was täglich und vor unseren Augen geschieht, ist kein Zweifel möglich. Es ist produktive Kraft in Dingen außer uns. Eine solche Kraft aber ist nur die Kraft eines Geistes. Es gibt ein formendes Geistprinzip in den Dingen selber. Was bewirkt, dass dieser Prozess immer höher hinauf reicht und letztlich dann sozusagen
der Geist sich quasi aus den materiellen Höhlen immer mehr befreit. Und irgendwann könnte man ja sagen, dann die Materie abstreift. Das findet sich ja dann bei Novalis, die berühmte Aussage von Novalis. Einst soll keine Natur mehr sein, in eine Geisterwelt soll sie allmählich übergehen. Also sozusagen die Natur ist nicht das letzte Wort der Dinge, die materiell-sinnliche Natur. Es gibt dann eine höhere Stufe, eine gewissermaßen verfeinerte Stufe, eine höhere Stufe der geistigen Entwicklung, Geistsphäre, in der die Natur dann gewissermaßen aufgehoben und, wenn man dann so will, auch erlöst ist. Eine solche Kraft ist nur die Kraft eines Geistes. Also können jene Dinge keine Dinge an sich sein, also nicht nur Außendinge, das ist jetzt die Sprache der Zeit. Also keine puren Außendinge. Wenn Sie einer Pflanze gegenüber sind und Sie betrachten die Pflanze nur als Objekt, das aus irgendwelchen blinden, kausal-mechanischen Kräften oder auch höher organisierten Kräften wirksam ist, dann ist natürlich die Frage, was geschieht zwischen Ihnen und der Pflanze? Wenn dann überhaupt etwas resoniert und tiefergehend geschieht, was passiert da überhaupt? Ja, ist es da ein Geistprinzip? Hier spricht ein Geist zum anderen Geist? Oder projizieren Sie nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, Ihre Empfindungen in die Pflanze rein? Alles Projektion. Wenn du den Baum schön findest, bitte, finde ihn schön. Wenn dich die Gestirne erheben, wenn dich das Licht erhebt und deine Seele füllt, bitte. Wunderbar. Dichtung, Poesie, aber Erkenntnis ist es nicht. So ist ja dann die leicht dagegen gesagt worden. Also können jene Dinge keine Dinge an sich sein, können nicht durch sich selbst wirklich sein. Sie können nur Geschöpfe, Produkte eines Geistes sein. Die Stufenfolge der Organisationen und der Übergang von der unbelebten zur belebten Natur verrät deutlich genug eine produktive Kraft, die erst allmählich sich zu voller Freiheit entwickelt. Also, da haben Sie wieder diesen Stufenprozess, von dem Schelling vollkommen erfüllt ist. Also, er ist eigentlich ein Prozessdenker. Schelling denkt nicht in starren Entitäten, in Seinsgrößen. Er denkt in Prozess. Er hat auch eigene hochinteressante Theorie über die Atome entwickelt, die nur die prozesshaft sind. So keine, wie man damals ja annahm, und noch lange bis im 19. Jahrhundert, starren Kügelchen, Wirklichkeitskügelchen, sondern in sich dynamische Prozesse. Wobei dann die Materialität nur eine bestimmte Momentaufnahme gewissermaßen ist in diesem riesigen Prozess. Also was so kompakt erscheint als Materie, ist eigentlich nur eine momentane materielle Figuration, Zusammenballung, die aber dann sich auch wieder auflöst und weitergeht. Also ein ganz interessanter Gedanke bei Schelling. Es ist also notwendig Leben in der Natur, so wie es eine Stufenfolge der Organisationen gibt, so wird es auch eine Stufenfolge des Lebens geben. Da bezieht er sich auf die Ansätze, die es ja gab in der Zeit schon, der prozesshaften Verbindung aller lebendigen Formen. Ich sage das nochmal, das war Allgemeingut der Gelehrten, dass die organischen Formen eine prozesshafte Verbindung miteinander haben. Es wurde lebhaft und auf einem hohen Niveau diskutiert. Manchen wünscht man sich heute bei diesen Diskussionen, die ja geführt werden, dieses hohe Niveau, auf dem das im 18. Jahrhundert noch diskutiert worden ist und werden konnte. Nur allmählich nähert sich der Geist sich selbst an. Es ist notwendig, dass er sich selbst äußerlich, und zwar als organisierte, belebte Materie erscheine. Denn nur das Leben ist das sichtbare Analogon des geistigen Seins. Analogie, Ähnlichkeit. Also nur das Leben ist das sichtbare Analogon des geistigen Seins. Da haben Sie also praktisch das Leben auch als geistiges Leben. Und plötzlich ist man in einem Zwischenbereich, in einer
Zone, in der beides zusammenläuft, ohne völlig zu verschmelzen. Aber die Frage ist ja, wenn dein Leben aus der unbelebten Materie heraus wächst, ist es vorher schon da gewesen, potenziell, in potentia, oder ist es irgendwie durch einen Zaubertrick gewissermaßen von einem Deus ex machina hineingelassen worden in die Materie? Und Schelling vertritt ganz dezidiert die Auffassung, es ist diese produktive geistig-seelische Kraft von vornherein auch im sogenannten Allorganischen wirksam. Und dieser Prozess treibt die Dinge voran auf einen Zustand hin, über den ich noch sprechen werde, in dem sich dann die Natur in irgendeiner Form auch wieder auflöst. Und dann kommt für Schelling interessant eine Phase, in der er sich dann ganz auch, sagen wir mal, spirituell und mystischen Fragen äußert. Er entdeckt Jakob Böhme. Also Schelling dann 1809, 1810, vermittelt über Franz von Baader, entdeckt plötzlich den großen Mystiker Jakob Böhme, um 1600, frühes 17. Jahrhundert, und den entdeckt er. Der ist fasziniert, stark beeinflusst auch. Wiederum Böhme seinerseits, beeinflusst von Paracelsus, auch von der deutschen Mystik Meister Eckhart, auch von der jüdischen Kabbala und so weiter. Und da taucht Schelling dann in einen ganz anderen geistigen Zusammenhang ein, verlässt zunächst die Naturphilosophie. Später haben gleich gesagt, naja, ja klar, jetzt verlässt er völlig den Boden der empirischen Wissenschaft, jetzt begibt er sich völlig, es ist ja nur noch Mystiker. Und es scheint auch eine, vorübergehend hat man das Gefühl, Schelling interessiert sich gar nicht mehr für die Naturphilosophie. Ihm geht es nur noch um die geistigen Prinzipien, und dann taucht bei ihm ganz plötzlich auch der Gedanke auf, der Kosmos, ein großes Geisterringen, dann voller Dämonie. Der frühe Schelling, der Naturphilosoph Schelling, klammert die Dämonie völlig aus. Das ist ein wunderbares, harmonisches Klingen und Schwingen und Schaffen. Aber was ist denn mit dem Furchtbaren in der Welt, mit dem Entsetzlichen, mit dem Leid, mit dem ganzen Grauenvollen? Das packt denn der mittlere Schelling an und sagt, ja, das liegt im Grund der Dinge. Und da ist ganz stark von Böhme beeinflusst, kommt er dann dazu, im Grund der Dinge wohnt das Chaos. Der Kosmos, alle Ordnung, ist nur sozusagen niedergezwungenes Chaos. Darunter brodelt das Chaos. Und da entwickelt er ja eine ganz eigene Willensmetaphysik, die dann entscheidend Schopenhauer beeinflusst hat. Nicht? Also ist eigentlich der eigentliche Begründer der Willensmetaphysik ist Schelling, nicht Schopenhauer. Schopenhauer hat sich immer, hat zwar Schelling, hat er halbherzig zugegeben, dass er viel von Schelling hat, aber hat sehr viel von ihm. Und da bringt dann Schelling plötzlich ein ganz anderes Element rein, was aber nicht alternativ zu denken ist, sondern was zusammengedacht wird bei ihm. Also das harmonische Weltsystem wird plötzlich zu einem Kampfgeschehen, wie bei Böhme, ja großartig, nicht diese Geisterkräfte gegeneinander ringen, kämpfen und sich neu figurieren und so. Und das greift Schelling jetzt auf und nimmt es an und lässt halt die Philosophie, die Naturphilosophie erst einmal dabei ruhen und kommt noch da nicht zu einer endgültigen Schrift. Das ist eben schwierig, wenn mich einer fragt, ja, du hast doch den Schelling so gründlich studiert, du hast doch fast alles gelesen von Schelling. Immerhin so viel dann nebeneinander gestellt. Ja, was ist denn das Hauptwerk von Schelling? Es gibt kein Hauptwerk. Das ist schwierig. Es gibt kein Hauptwerk. Was ist denn vielleicht das beste Buch von Schelling? Ja. Vielleicht sein Buch über die Freiheitsschrift 1809. Sicherlich nicht diese Schrift über die Weltseele. Sicherlich nicht die frühen naturphilosophischen Schriften. Das sind Aphorismensammlungen. Die sind wunderbar. Das ist eigentlich Novalis. Also hatte ich keinen Grund, über Novalis zu spotten, was er aber gemacht hat. Na gut, einer spottet immer über den anderen. Das ist traurig, auch diese bedeutenden Menschen haben ja, einer ist immer über den anderen hergefallen. Alle waren sie zerstritten untereinander. Einer immer gegen den anderen, immer.
Hegel, erst Hegel, Schelling gegen Fichte, Kant sowieso erledigt, dann Hegel gegen Schelling, Schelling, alles kann man sozusagen vergessen und dann untereinander auch, total zerstritten. Also das war, man soll da kein harmonistisches Bild aufbauen, das waren lebendige Menschen, wo jeder, und Schelling, wenn er war sehr eruptiv und überhaupt nicht feinsinnig, wenn er angegriffen wurde, wenn Schelling angegriffen wurde, hat er mit einer ungeheuren Radikalität zurückgeschlagen, in einer polemischen Schärfe, die beispiellos ist. Man sagt, ja, der hat keine Kritik vertragen. Naja, schwierig, auch Goethe wurde, hat jede Kontenance verloren, wenn man seine Farbenlehre kritisierte. Da hatte jede Freundlichkeit, Höflichkeit. Der feine Herr Geheimrat war da nicht mehr feinsinnig. Der hat richtig brutal in der Argumentation richtig zugeschlagen. Also das war, das müssen wir dazu sagen. Dass, gut, wir hören erstmal eine Musik über Weitergehen. Herr Daxner, bitte. Man muss vielleicht noch einen Punkt erwähnen, der geschichtlich, geistgeschichtlich interessant ist. Das ist die Atheismusfrage. Das ist damals nicht so gewesen, jetzt mal rein geschichtlich, dass es für einen Professor, auch für einen Philosophieprofessor, einfach so ging, sich offen als Atheist zu gebärden. Fichte musste 1799 unter entwürdigenden, peinlichen Bedingungen seine Professur aufgeben, weil ihm der Vorwurf gemacht wurde, er sei Atheist. Atheismus war natürlich christlich geprägt. Der Christ denkt mal gleich, wer nicht seine Auffassung ist, muss Atheist sein. Ich muss es ja gar nicht, das ist eine andere Vorstellung. Aber er denkt erstmal so, der Nicht-Christ ist Atheist. Fichte musste gehen. Goethe war immer sehr geschickt, hat sich ja da nicht so festgelegt. Und es hat ja dann zu einem unsäglichen geistesgeschichtlichen Streit geführt. Der berühmte Jacobi, ein Freund von Goethe, hat ja dann 1810, 11 Schelling ganz rabiat attackiert und sagte, was er da vorträgt, sei Spinozismus und Spinozismus bei Licht besehen ist nichts weiter als Atheismus.
Deswegen ist Schelling verderblich, gefährlich, muss mit allen Bandagen bekämpft werden. Berühmte Kampfschrift von Jacobi, dem berühmten Jacobi. Interessant, dass Schelling ja einer der ersten war, der den großen Renaissance-Philosophen Giordano Bruno wiederentdeckt hatte. 1802 auch eine Schrift geschrieben hatte, wo der Name Bruno direkt auftaucht. Und er hatte in dieser Schrift einen Auszug aus Giordano Brunos von der Ursache der Prinzipien ein vorgetragen. Und so kam Bruno gleich mit in diese Strömung hinein. Und es war sehr unangenehm für Goethe, nun Stellung zu beziehen. Goethe, wie man weiß, war da dann sehr geschickt. Er war ja mit Jacobi befreundet und auch mit Schelling befreundet. Und es ist immer schwierig, wenn jemand dann und zwei Freunde gegeneinander kämpfen. Was macht man? Goethe berühmt seinen Brief an Jacobi. Lieber Jacobi, ich muss gestehen, dass dein Büchlein mich reichlich indisponiert hat. Also ja, ich fand es eigentlich furchtbar. Aber ganz freundlich. Ich fand das immer schön, diese goethische Diplomatie. Dein Büchlein hat mich reichlich indisponiert. Dass du also mein Freund Schelling so übel angegangen bist, war nicht gut, war nicht in Ordnung. Aber gut. Es hat nie eine Versöhnung gegeben zwischen Jacobi und Schelling. Ich sagte es ja auch schon, dass Schelling immer wieder ganz scharf attackiert wurde. Und es war, aber auch die Fronten gingen dann ineinander. Schelling wiederum hat Novalis kritisiert, der sei zu christlich. Und also nicht nur, dass er zu viel an den Dingen rührt, frivol nennt das Schelling, das sei zu christlich, auch Schleiermacher scharf kritisiert, das sei Christentum, da will er nichts zu tun haben. Weil er auch Theologie studiert. Erst der späte Schelling dann wieder, öffnet sich dann wieder mehr dem Christlichen, Philosophie der Offenbarung, Philosophie der Mythologie, die er in Berlin vorträgt, dann ist es wieder anders. Aber zunächst einmal auch eine scharfe Polemik. Jeder polemisierte dann immer gegen den anderen. Hegel, ich sagte schon, ja auch gegen seinen alten Freund Schelling. Seine Identitätsphilosophie, das sei irgendwie in der Nacht, sind halt alle Katzen grau und alles ist irgendwie das Gleiche. Also Ganz macht seinen alten Freund Schelling eigentlich in der Öffentlichkeit mehr oder weniger fast lächerlich, was er sich dann leisten konnte. In gewisser Weise, weil er ja dann, wie man ja weiß, der große Star der Philosophie wurde. In Berlin ja doch der Philosoph schlechthin, über 20 Jahre. Und Schelling war fast vergessen und hatte Mühe, überhaupt noch irgendwo eine Professur zu bekommen und irgendwo lesen zu dürfen. Ich will zunächst nochmal einige Aussagen von Novalis in den Zusammenhang einbauen, die wir vielleicht jetzt besser verstehen können, nach dem, was wir gehört haben. Da gibt es ja diese berühmte Aussage von Novalis in den Fragmenten, viel diskutiert und auch zitiert: Der Mensch ist eine Analogienquelle für das Weltall. So, eine Quelle der Analogien. Was soll das heißen? Der Mensch ist eine Analogienquelle für das Weltall. Analogie ist Ähnlichkeit. Kann man, siehe, der Mensch als Makroanthropos, kann man analog von dem Menschen auf das Ganze schließen? Ist das legitim oder ist es nicht legitim? Das ist ja die Grundfrage. Auch die Frage ja überhaupt, kann man vom Einzelnen auf das Ganze schließen? Ist es richtig? Kann ich Analogieschlüsse machen? Oder darf ich die gar nicht machen? Ich würde sagen, als Philosoph, es ist nicht nur legitim, es geht auch gar nicht anders. Ich kenne kein Denken, das diesen Namen verdient, das sich nicht in irgendeiner Form der Analogie bedient. Das muss man als Denker, wenn Sie das völlig ausklammern, können Sie gar nichts entdecken. Das ist ja alles nur inselhaft für sich. Wenn Sie die Verbindung erkennen wollen, in irgendeiner Form, müssen Sie davon ausgehen, dass der Zusammenhang sich im Einzelnen spiegelt. Was sich in mir zeigt, muss sich in der Welt in irgendeiner Form auch zeigen. Die Gesetze der Natur, die Gesetze des Kosmos, auch im geistigen Sinne, müssen ja auch in mir sich spiegeln. Es müsste dann möglich sein, wenn ich mein eigenes Bewusstsein in eine bestimmte Stufe bringe, dann auch diese Gesetze zu erkennen.
Wenn das gar nicht möglich ist, siehe, was ich vorhin gesagt habe, dann bleibt der Mensch natürlich in diesem Spiegelkabinett. Dann spiegel ich immer nur mich selber. Dann bin ich eigentlich geliefert. Dann kann ich gar nichts erkennen. Außer einer äußeren Natur, die dann irgendwie nachvollziehen. Aber wie dann das Innere da reinkommen soll, ist immer noch ein großes Rätsel. Ein riesiges Problem. Wie ist das überhaupt möglich? Auch diejenigen, die ja heute jetzt sprechen, ja, Sie kennen ja die ganze Diskussion. Willensfreiheit, hat die Neurophysiologie den menschlichen Willen widerlegt? Ist der Mensch noch frei? Ist das nicht alles überholt? Wer spricht da über diese Dinge? Immer ein Individuum, eine Ichhaftigkeit, eine geistige Existenz mit anderen diskutiert und als solche schon setzt sie immer notwendig das Geistige voraus. Sonst kann man überhaupt kein Gespräch führen. Auch derjenige, der diese Auffassung vertritt, ist ja als Individuum im Geistigen argumentieren unterwegs, sonst müssen wir uns gar nicht unterhalten. Wir müssen uns ja bestimmter Prinzipien bedienen, ob sie die der Logik sind oder der Vernunft. Wenn man das alles ausschaltet, dann kann man überhaupt kein sinnvolles Gespräch führen. Man muss davon ausgehen, in jedem Gespräch, sonst ist einfach Geschwätz. Einfach Geschwätz. Dass es ein übergreifendes Geistprinzip gibt, was überhaupt Kommunikation ermöglicht. Wenn das nicht so ist, dann ist der Einzelne eine wirklich blinde Monade, wie das Leibniz gesagt hat. Die Welt ist ein symbolisches Bild des Geistes. Und dann die Menschheit, nur war das jetzt noch, ist der höhere Sinn unseres Planeten, der Nerv, der dieses Glied mit der oberen Welt verbindet, verknüpft. Das Auge, was er gen Himmel hebt. Die Menschheit als das Auge der Erde. Erstaunlich. In meinem Buch, Was die Erde will, äußere ich mich zu diesem faszinierenden Gedanken. Was kann das sein? Die Menschheit als das Auge, was die Verbindung zum Kosmos stiftet. Das Wunderbarste, das ewige Phänomen ist das eigene Dasein. Das größte Geheimnis ist der Mensch sich selbst immer noch. Immer noch. Trotz aller Versuche, ihn restlos zu entzaubern, der Einzelne mit sich und mit anderen ist immer noch sich selbst ein Abgrund, ein Rätsel. Spätestens in Todesnähe wird ihm schockartig deutlich, dass er nichts verstanden hat. Dann weiß er erst. Er könnte wissen, wie tief das Ganze eingehängt ist und wie wenig ihm diese Konstrukte helfen, die er möglicherweise aufgebaut hat. Also das Wunderbarste, das ewige Phänomen ist das eigene Dasein. Das größte Geheimnis ist der Mensch sich selbst. Die Auflösung dieser unendlichen Aufgabe in der Tat ist die Weltgeschichte. Großartig. Das kann man mal richtig meditativ nachvollziehen. Die Auflösung dieser unendlichen Aufgabe, nämlich die Selbsterkenntnis des Menschen, ist in der Tat ist die Weltgeschichte. Das ist ja auch ein Prozessgedanke. Sozusagen, der Mensch kommt in diesem langen Prozess auch zur Erkenntnis seiner selbst. Er könnte zur Erkenntnis seiner selbst kommen. Vorsichtig gesagt, er muss es ja nicht. Kann es ja auch fehlen, diese Erkenntnis. Aber es ist angelegt. Insofern denken also Novalis und Schelling prozesshaft, um es nochmal zu sagen. Sie denken die Welt als Prozess. Sie denken auch den Geist als Prozess. Sie denken die Organisation der Materie als eine Stufenfolge mit bestimmten materiellen Manifestationen im Äußeren, die es natürlich gibt. Das Äußere als ein symbolisches Bild geistiger Prozesse. Also die Würde des Geistes gründet darin, dass wir in diesem Prozess stehen und deswegen überhaupt auch die äußere Welt verstehen können. Johannes, darfst du noch ein kleines Stück? Thank you.
Ja? Also, ich versuche ein kleines Resümee mal, in dem, was ich Ihnen versucht habe, Ihnen darzustellen. Also, wir haben in der Naturphilosophie von Schelling und auch von Novalis bei aller Verschiedenartigkeit einen gemeinsamen Grundgedanken. Die Welt ist organisch strukturiert, sie ist letztlich ein großer Organismus, der auch geistig durchdrungen ist, vielfältig geschichtet und in sich ein Prozess, das muss man immer wieder sagen, etwas Geschichtliches, etwas, was sich bewegt, ein Stufenprozess, in den alle Wesen eingegliedert sind. Und die Dinge sind lebendig. Und ich hatte ja einleitend gesagt und auch in dem Heftchen formuliert, ob oder gefragt, ob diese Naturphilosophie von Schelling, gewisserweise auch Novalis, möglicherweise einen Impuls bereithält für ein anderes Denken über Natur, würde ich sagen, ja, das ist so. Das heißt nicht, dass man sozusagen eins zu eins oder pur jetzt diese Gedanken auf die heutige Zeit übertragen könnte. Das wäre wohl so nicht sinnvoll. Aber sie enthalten doch einen Ansatz, einen Verstehensansatz, den man ernst nehmen kann, der auch seriös ist, der nicht fantastisch ist, nicht fantastisch, spekulativ, in diesem üblichen Sinne. Es ist nicht. Es ist tatsächlich ein seriöser, ein philosophisch-geistiger Ansatz, der es lohnt, näher betrachtet zu werden. Ich habe ja einleitend gesagt, dass die ökologische Krise eigentlich extrem ist und eigentlich, man müsste es sagen, kaum einer kann das wirklich verarbeiten oder integrieren. Es ist so extrem, dass man vielleicht gar nicht anders leben kann, als einen Teil davon zu verdrängen. Zumal man ja auch die Gedanken dann nicht unterdrücken kann, was haben wir damit zu tun, mit diesem ganzen Geschehen. Es ist ja nicht Schwarzmalerei, sondern schlichte. Nur die Fakten. Man muss nur die ökologischen Fakten einfach nüchtern, kalt gewissermaßen, sich vor Augen führen. Man wird schnell sagen, es ist ja unfassbar, was wir ständig machen. Warum geschieht das? Warum machen wir das? Wir wollen es doch eigentlich gar nicht. Es ist ja nicht der Einzelne, der das möchte, sondern es ist irgendwie in diesem Prozess auf irgendeine Weise angelegt. Schelling, der mittlere Schelling, würde ja sagen, ja, es ist diese dunkle Kraft in irgendeiner Form, die dann zum Tragen kommt. Also es ist an der Kippe, sozusagen jetzt mit Schelling und Jakob Böhme gesprochen, das Geisterringen ist vielleicht noch gerade ein Patt, wenn man das so nennen möchte, vielleicht, ich sage es nicht, ich spreche über Möglichkeiten, gerade so ein Patt, es kann auch schief gehen, das Ganze. Es ist keine Garantie, dass keine Garantie ist, der Mensch das Leben auf diesem Planeten dauerhaft bewahren kann in seiner lebendigen Fülle. Man könnte sogar die Auffassung vertreten, es ist dazu eigentlich zu spät. Es gibt irreversible Prozesse, die sind nicht mehr zurückzunehmen. Aber das will ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern, das wäre ein eigenes Thema. Das war aber ein Punkt, der mich interessiert hat, als ich zum Beispiel vor 30 Jahren den Schelling richtig entdeckt habe und auch bei Robert diese Monographie geschrieben habe, zu fragen war, was ist da? Und deswegen habe ich den Schelling wirklich durchgearbeitet, mit Gewinn, muss ich sagen. Und bin immer noch der Auffassung, dass da ganz viel enthalten ist an sehr lebendigen, an sehr fruchtbaren Gedanken. Man muss einfach nur versuchen, bestimmte Sprachbarrieren abzubauen. Ich sagte es ja vorhin schon, viele sagen, das ist so schwer verständlich. Mein Gott, muss das alles immer so schwer ausgedrückt sein? Es kann doch viel einfacher sein. Ja, einerseits. Auf der anderen Seite ist aber manches auch nur in einer gewissen Differenzierung zu sagen. Ich bin auch ein Verfechter der Einfachheit.
wo es möglich ist, vertrete ich die äußerste Einfachheit. Es gibt aber Bereiche der Existenz und der Natur, die in der Betrachtung eine gewisse Grunddifferenzierung erfordern. Wenn man das alles zur Seite legt, wird man keine wesentliche Erkenntnis bewerkstelligen können. Da wird es nicht gehen. Man muss dann auch eine differenzierte Sprache anwenden. Und dann ist auch wichtig, welche Sprache. Eine rein eine objekthafte Sprache wird es nicht bringen. Eine rein subjektive Sprache wird es auch nicht bringen. Es muss in irgendeiner Form eine Verbindung gestiftet werden zwischen dem Objekthaften und dem Subjekthaften. Weil es ist ja in der Welt. Es ist ja nicht eine Phantasmagorie. Wir sind ja geistig-seelische Wesen. Ja, das ist ja nicht zu leugnen. Aber wir sind eben auch materielle Wesen, doch biologische Wesen. Das sind wir ja gleichzeitig alles. Insofern ist der Mensch ja ein Doppelwesen, irgendwie ein Doppelwesen. Er hat dieses seelisch-geistige in sich, auch wenn er meint, das ist alles nur irgendwie Phantasmagorie, wer weiß, Spiel der Neurone und so weiter. Trotzdem beunruhigt es ihn ja. Ist ja doch, er stellt ja die Frage nach sich selber. Und da ist eine wichtige Stelle. Da scheint es mir so zu sein, dass man, wenn man eine vertieftere Selbstbetrachtung vorantreibt, dann auch in der Weltbetrachtung weiterkommt, dass da irgendwas zusammenläuft. Davon bin ich überzeugt. Und das, finde ich, haben Novalis auf seine Weise, anders Schelling, in gewisser Weise wieder anders auch Goethe, ja, und anders gibt ja auch andere, gezeigt, dass man da eine Verbindung stiften kann. Also das Subjekthafte ist nicht das rein Subjektive, das ist viel zu wenig, sondern das Subjekthafte in seiner Würde begreifen, auch als Erkenntnisinstrument. Jeder ist sich selbst auch das Instrument der Erkenntnis. Wenn es ihm denn überhaupt um Erkenntnis geht. Das muss ja nicht sein. Das Leben ist auch für uns ganz interessant und ganz witzig. Wozu überhaupt das Ganze? Wozu muss irgendwas erkennen? Ist ja auch legitim, wer so denken will. Ist okay. Gut, dann kann, was soll man da jetzt, man will ja nicht dann auftreten und sagen, ja, du musst das. Das, ja. Dann erkenne dich selbst, ja, will ich gar nicht. Gut, also das wollte ich Ihnen in großen Zügen vorstellen. Wir haben das mit Frau Picher besprochen. Wir können, sagen wir mal, noch ein paar Fragen, wenn Sie denn wollen. Ich habe jetzt gut anderthalb Stunden. Wenn Sie noch ein paar Fragen stellen wollen, bin ich gerne bereit, das noch zu beantworten. Vielleicht nicht zu lange. Nicht Adelheid, wollen wir nicht zu lange machen, ist dann vielleicht. Und keine Pause jetzt irgendwie, sondern jetzt gleich. Wenn, Fragen jetzt. Ja. Und dann lieber dann das. Wem? Wer möchte? Welche Frage am Herzen? Bitte mir die Frage hier vorne. Ein kleines bisschen über Novalis biografisch auch erzählen, weil Sie haben ja Schelling ja ein bisschen vorgestellt. Ja, Novalis ist ja eine ganz eigene Existenz. Der ist ja an sich, das habe ich auch angedeutet, von Haus aus Naturwissenschaftler, Bergbaufachmann. Hat ja früh durch den Tod dieser geliebten jungen Frau dann so eine so Grenzerfahrung gehabt und ist dann auch, hat er so eine, sagen wir mal, mystisch-spirituelle Dimension in seiner Existenz gehabt. Das ist ja der Fall, aber gleichzeitig auch eine strenge Rationalität, ja geradezu Intellektualität. Viele seiner Fragmente sind richtig so hochgeschraubte intellektuelle Aperçus. Und so als Typus, ja, so hatte sowas Feminines, ja, bis ins Äußere hinein, so eine zarte Gestalt. Auch so, es gibt ja kaum Bilder von Novalis. So ein bisschen wie Böhme, so ein bisschen was wie der Böhme das auch hat. So was ganz geistig Zartes, so feminin, auch diese langen, strähnigen Haare und krank. Tuberkulose. Ne? Also 29 schon gestorben. Der Schelling, ja, ein ganz robuster Typ. Der ist ja fast 80 geworden und eine ganz andere Grundrobustheit. Und Novalis ist ja vor allen Dingen als Dichter bekannt. Nicht? Also das ist ja der berühmte Heinrich von Ofterdings, sein berühmtestes Buch, ein wunderbarer Roman, aber auch ein Fragment. Da gibt es ja diese große Abhandlung, die Christheit oder Europa, Lehrlinge zu Seis, wunderschöne Schriften. Da gibt es Gedichte, einige sind gut, andere sind nicht gut. Novalis war nicht primär Lyriker,
Ein großer Lyriker ist er nicht. Es gibt ein paar gute Gedichte, aber auch viele, sagen wir mal, ist nicht seine Stärke, würde ich sagen. Würde auch keiner ernsthaft behaupten, dass es ein großer Lyriker ist. Und dann eben einer, der ständig gedacht hat und alles immer wieder aufgeschrieben hat. Zur Mathematik, zur Physik, zur Psychologie, zur Geschichte. Mit sich allem beschäftigt, was es gab in seiner Zeit. Also ein richtiger universeller Geist. Das ist also eine Tragödie, also jammerschade, dass so jemand 29 Jahre alt wurde. Was wäre der noch gekommen? Wahrscheinlich. 1801 schon gestorben. Also wirklich. Pankratz von Freiberg? Ja, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass wir eigentlich die ökologische Katastrophe nicht wollen. Aber es ist doch eigentlich ganz klar ersichtlich, dass die ökologische Katastrophe, und da gebe ich Ihnen auch recht, oder nach den Untersuchungen ist es so, dass wir wirklich in eine Katastrophe hineinschlittern, aber dass wir das doch, dass im Grunde, dass wir es eben doch wollen. Wir wollen es, und zwar aufgrund unserer Gier. Oder es wollen Einzelne. Einzelne auf jeden Fall, und da kann man die Verantwortung kann man nicht einfach so wegstecken. Es ist die menschliche Gier. Die einen Menschen sind weniger gierig als die anderen, aber letztlich steckt das dahinter, dass wir eine Politik der Nachhaltigkeit völlig aufgegeben haben. Und es gibt Leute eben wie zum Beispiel der Weinzierl in Deutschland, die immer die Nachhaltigkeit predigen und das auch getan haben. Also Nachhaltigkeit heißt, dass wir nicht das, wovon wir leben, das ich jetzt nochmal erkläre, von beleben, dass wir das zerstören, also unsere eigenen Grundlagen. Und da sind wir dabei. Das ist das eine, wo ich dann nochmal von Ihnen eine kurze Stellungnahme gerne hätte. Gleich oder erst? Und machen Sie erst einmal, es ist nur noch eine kleine Sache. Die andere Sache ist die, wenn die Welt organisch strukturiert ist und auch geschichtlich im Prozess ist, unsere Welt, in einem geschichtlichen Prozess, dann muss ich sagen, dann kann man auch sagen, es wird vielleicht nicht jedem recht sein, aber was passiert hier denn schon? Kann man nämlich auch sagen, was passiert hier denn schon? Denn was ist der Mensch und was ist die Erde? Das klingt jetzt ganz furchtbar. Was ist die Mensch, was ist der Mensch und die Erde in Anbetracht eines riesigen Kosmos? Wenn wir die Erde zerstören und sagen, die Welt lässt sich nicht zerstören, die lässt sich nicht zerstören. Und die geht eben dann über die Erde hinweg und die Erde wird vergessen. Zu der ersten Frage, ja? Ja, ja, im Grunde natürlich haben Sie recht. Ich habe das bewusst jetzt erstmal so gesagt, weil man ja sehr schnell dazu neigt, im Hinblick auf die ökologische Krise ganz bestimmte verantwortlich zu machen. Es gibt natürlich auch eine Fülle von Einzelnen, die immer wieder neu verantwortlich sind. Das ist ja gar keine Frage. Es wäre vollkommen fatal, und das meine ich auch nicht, wenn man das nun negiert. Es gibt immer wieder konkrete Schritte von Einzelnen, wo man auch sagen kann, das ist desaströs. Man kann die Folgen sagen, so hast du gehandelt aufgrund der Gier. Das war ein beliebtes Wort in der Finanzkrise, nicht die Gier der Banker, die Gier der Investmentbanker. Gier und Größenwahn wurde ja immer wieder erwähnt in den Medien. Nicht so, selbst in normalen Medien waren plötzlich tiefe Begriffe, fast buddhistisch. Der Mensch ist ein giergeprägtes Wesen und das sieht man ja nun deutlich. Und das sieht man ja sowieso, die Banker machen weiter wie eh und je und Öl wird weiterhin gebohrt in der Tiefsee. Wenn Sie die Fakten sich angucken, da keiner kümmert sich darum. Im Gegenteil, es ist noch ein Kick mehr, er wird weiter gebohrt, noch tiefer. Ich sehe nirgendwo ein echtes Innehalten. Und da gibt es natürlich konkrete Interessen, die Menschengruppen, die Interessen haben, die brutal ihre Interessen durchziehen, die kann man auch benennen. Aber natürlich haben alle Teil daran, wer denn das Öl will. Der muss einfach wissen, was er tut, wenn er es dann will. Also das ist schwierig. Wir sind alle irgendwie da. Die Frage, da kann man ganz viel, da haben Sie schon recht, das ist nun von mir sehr verkürzt gesagt. Und die andere Frage, ist eine Frage der Kosmologie. Diese Kosmologie ist ja eine bestimmte Sichtweise auf den Kosmos. Man kann es anders interpretieren. Ich tue es auch, habe es auch in meinen Büchern ausführlich getan. Man kann das anders sehen.
diese Sichtweise ist verständlich, wird ja auch oft gesagt. Das heißt noch keineswegs, dass es so ist. Also die Wertigkeit der menschlichen Existenz, auch nur in einem näheren kosmischen Umfeld, ist damit nicht erschöpft, indem man irgendwelche naturwissenschaftlichen oder Termini da anführt und sagt, es ist egal. Ja, kann man sagen, es wird ja oft gesagt, ist doch egal, hier verschwinden. Die Erde atmet auf, geradezu, wenn der Mensch weg ist. Ja, es kann ich sehr gut verstehen, dass man auch so denkt. Und das glaube ich aber nicht, dass das letzte Wort ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein schwieriger Prozess. Was heißt das dann? Was ist der Mensch dann überhaupt? Und es ist ein endloses Thema, das ich ja nur so angerissen habe, jetzt hier mit Novalis und Schelling. Aber da hätte ich viel zu sagen. Das würde jetzt hier uns die nächsten 4-5 Stunden füllen, um auf diese eine zweite Frage einzugehen. Da kann ich Sie nur auf bestimmte Bücher verweisen, kann ich auch gerne nennen, wenn Sie sich durcharbeiten möchten und wollen, können Sie es tun. Und dann werden Sie einige Dinge, einige Antworten darauf erfahren. Aber das ist jetzt ein Riesenthema, was Sie da ansprechen. Kann ich immer verstehen, dass man das so sagt. Bitte. Ja? Dr. Ehrlich. Ja. Darf ich doch einen Einspruch erheben? Und zwar den subjektiven Faktor einbringen. Ist es nicht so, dass alte Männer dazu neigen, damit meine ich nicht jemand persönlich, sondern Sie können mich ruhig meinen. Generation, zu der ich in der Zwischenzeit auch gehöre, dass alte Männer dazu neigen, sich damit nicht abfinden zu können, dass es mit ihnen zugrunde geht und da meinen sie, sie nehmen alles mit. Diese Katastrophentheorien, die jetzt ständig irgendwo von irgendeiner Seite, von irgendwo auftauchen und sich dann doch nicht erfüllen. Also diese, zum Beispiel auch diese Krise, nicht? Im Jahr 2010 hätte das am schlimmsten sein sollen. Man sieht, es gibt eine gewisse Erholung. Also ihr habt da ganz große Probleme, wenn man die autopoietischen und die regenerativen Kräfte dieser Welt unterschätzt und der Menschheit unterschätzt. Außerdem, wir reden von Katastrophen und von Krisen. Die Menschheit hat schon andere Krisen überlebt. Sie hat die Pest überlebt, sie hat den 30-jährigen Krieg überlebt. Damit sind jetzt die Katastrophen, mit denen wir konfrontiert werden. Ich glaube, die Leute würden ganz gerne mit uns tauschen. Es wurden die Indianer ausgerottet in Nordamerika, es wurden die Indianer in Südamerika ausgerottet. Also ich meine, wir neigen dazu, etwas diese Katastrophe zu absolutieren. Und ich bin eher der Meinung, man müsste es relativieren. Und wie das dann weiter mit den Menschen geht, das ist die Frage. Nicht? Also der Mensch ist nicht besonders nützlich auf dieser Erde, wenn er als Schädling irgendwann mal verschwindet. Naja, das hat ja Ihr Kollege schon vorhin angedeutet und da habe ich ja schon was dazu gesagt. Die regenerativen Kräfte unterschätze ich überhaupt nicht. Das ist ja ganz spürbar. Und natürlich wissen wir da alle, dass bestimmte Katastrophenszenarien immer wieder sich als falsch erwiesen haben. Das ist ja ganz klar. Trotzdem bleibe ich dabei. Und da können wir jetzt lange da reden über die Symptome und all, was Sie da gesagt haben. Jeder einzelne Punkt könnte mal wieder diskutieren. Was hat das dann? Was hat das geschichtlich bedeutet? Und so weiter. Ja, gut, man kann diese Haltung haben und das lasse ich einfach mal so stehen. Das würde zu weit gehen, darauf einzugehen. Ja, man kann es so sehen. Ja, ich. Also die Menschen versuchen doch immer. Kannst du bitte aufstehen, dass wir die anderen auch hören? Die Menschen versuchen doch immer wieder, die Probleme zu lösen. Ja, man sieht es, ja. Sie versuchen es immer wieder. Ja. Aber es gelingt doch zu schlecht. Es gelingt nur stückweise. Und diejenigen bekommen es am besten hin, die immer an das Ganze denken, nicht wahr? Das Ganze, immer das Ganze im Sinne haben. Also die ganze Welt oder die ganze Menschheit.
oder die, das ist ja auch immer das Anliegen des Philosophen, das Ganze zu betrachten. Nun ist das gar nicht so einfach, nicht? Man sagt das so, das Ganze, was ist das Ganze? Man lebt ja im konkreten Einzelnen auch, Tag für Tag. Aber man möchte das Ganze mit einschließen, sozusagen. Ja, ja, ist richtig. Ob dann der, der das Ganze denkt, dann auch, also think globally, act locally, ne? Also ist ja doch dann im konkreten Einzelnen ja doch auch auf die Einzelheit konzentriert und orientiert. Es bringt ja dann gar nichts, dieses große Ganze im Blick zu haben, wenn im konkreten Einzelnen ja auch gehandelt werden muss. Dann kann ich ja oftmals gar nicht, dann muss ich mich auf die Einzelheit einlassen, zwangsläufig. Als Arzt oder als was, wer auch immer. Und die Philosophie im besten Sinne sollte das tun. Ja, oft tut sie es nicht, aber es ist schon sinnvoll. Aber es ist offensichtlich nicht so einfach. Man versucht es immer wieder und die Menschen bemühen sich immer wieder, aber es ist nicht so einfach. Nein, aber ich meine, um das nochmal zu sagen, ich finde ja, dass diese Ansätze etwa hier von Schelling einfach hochinteressant sind. Ja. Also man kann, wenn man sich darauf mal einlassen möchte, es ist nicht langweilig, sag ich mal. Es ist hochinteressant und wenn man das Wort verwenden möchte, auch im guten Sinne unterhaltsam. Es ist einfach geistiger Stoff, der ist lebendig, der atmet, der vibriert. Es ist kein langweiliger, toter Stoff. Wenn man sich denn da der Mühe unterzieht, da reinzugehen. Wenn ich von vornherein seine Vorbehalte hat, das verstehe ich nicht oder naja, so dieses Bekannte, oh, ich habe so viel zu tun, oder so, da habe ich gar keine Zeit für. Diese ganzen Sachen, ja. Hochinteressant. Ja. Mein Gott, was hier alles zu tun, aber da habe ich keine Zeit. Dieses Übliche. Ja gut, was soll man da sagen? Da kann man doch gar nicht sagen. Was soll ich da sagen? Du musst, wieso? Ich kann doch kein Postulat aufstellen und einen zwingen, der sein tagtägliches Leben lebt und froh ist, wenn er halbwegs menschenwürdig sein Dasein gestaltet, kann ich doch nicht zwingen an die großen Menschheitsfragen. Es ist ja, ja, warum, sagen viele, ja, wehren das geradezu ab, fühlen sich geradezu belästigt dadurch. Ja gut, es wird nicht mehrheitsfähig sein. Also was ich hier sage, auch Herr Schelling, eine Mehrheitsfähigkeit wird man damit nicht erringen. Eine politische Partei, da wird man nie Mehrheiten mit gewinnen. Das ist nicht möglich. Eine Partei kann man damit nicht gründen. Da findet sich kaum jemand. Aber irgendwo ist eine Schwierigkeit drin. Bitte beide Herren etwas lauter. Ist eine Grundschwierigkeit drin? Na klar. Na, aber natürlich. Es ist ja, wir wissen doch, die Dinge sind doch sehr schwierig. Unsere Existenz ist doch nicht einfach. Mit all dem, was da zusammen ist, ist doch nicht einfach. Das wäre doch ganz, das ist gar nicht so unverantwortlich. Wenn man jetzt hier sozusagen hier, weil ich jetzt hier ankäme und so, Schelling ist jetzt der, das tue ich ja auch gar nicht. Nein, unsere Existenz ist schwierig, abgründig und fordert uns ja ständig, jeden Tag neue Entscheidungen ab. Und immer wieder können wir uns irren, wir können Fehler machen. Wir möchten das Beste und organisieren vielleicht nur den Irrsinn. Ja. Ja. Ich weiß es nicht mehr, ich hatte in der Schule noch mal Philosophie durch, ich erinnere mich, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass Sokrates gesagt hat, wenn man weiß, was gut ist, dann tut man das. Kann es sein, dass es so einen ähnlichen Satz gibt? Gibt es, ja. Ja. Mhm. Und das ist eben, finde ich, ein Hauptproblem, dass wir nicht wissen oder dass wir nicht, wenn wir es wissen, dass wir nicht danach handeln. Wir meinen nur, das und das ist für uns gut. Wenn wir wirklich überzeugt wären, dass das oder jenes richtig ist, dann würden wir es tun. Wir tun es natürlich nicht. Das ist ja die berühmte, ja, das ist die berühmte kognitive Dissonanz, die ist ja bekannt. Weil wir nicht davon überzeugt sind. Ja. Und das andere ist, was ich auch mal ansprechen möchte, ich habe immer darüber nachgedacht, der Mensch, wir sagen, der Mensch ist ein Ebenbild Gottes.
Und diesen Satz brauchen wir, weil wenn es den Satz nicht gäbe, würde jeder dem anderen sofort mit einem Schlägel auf den Kopf fahren. So ist es einfach. Und das heißt, wir sagen, jeder andere Mensch hat eine Würde durch seine Gott-Ebenbildlichkeit. Und dann, wenn man aber den Menschen betrachtet, in seiner Schönheit und vor allem in seiner Schrecklichkeit und davon auch vom Menschen schließt auf Gott, da kann man ja nur erschrecken, wenn Gott so schrecklich ist, wie wir Menschen uns zeigen. Ja, ich sage nur mal ein Beispiel, damit es ein bisschen vielleicht sinnlicher wird. Nach einem Zweiten Weltkrieg, ja, dass nochmal in Jugoslawien zum Beispiel diese ganzen Schrecklichkeiten nochmal passiert sind, ja, da frage ich mich, wo handeln wir da in irgendeiner Weise an diesen Bildern, die wir uns da gemacht haben? Und Gott kann nicht so sein, wie wir sind. Das muss ich einfach sagen. Naja, da will ich mich nicht zu äußern zu dieser Frage. Jetzt zu, das sind Fragen, die nicht hierher gehören und gar nicht mal eben rübergereicht werden dürfen geradezu. Aber sonst haben Sie natürlich insofern recht, dass die Abgründigkeit, man muss es da nicht so einfach machen. Wenn man mit Böhmer argumentiert, der würde sagen, ja, es gibt das Furchtbare in den Dingen. Es gibt dieses absolut Grauenvolle. Übrigens auch, es gibt durchaus Gottesvorstellungen, die das Grauenvolle ins Göttliche mitverlegen. Ja, ja, der Mensch hat dieses Furcht. Ja, es gibt ja auch im Judentum bestimmte Überzeugungen, dass das Furchtbare in Yahweh vorhanden ist. Das Schreckliche, das einfach Monströse, das gibt es ja alles. Also eine naive Gottesvorstellung, wie man sie ja auch vertreten kann, deckt den Menschen nicht ab. Das hat ja auch Schelling, der mittlere Schelling, ja begriffen. Das habe ich ja auch versucht zu sagen. Er hatte ja zunächst dieses wunderbare große Gebäude seiner Naturphilosophie, da war alles Harmonie. Und dann hat er erst entdeckt, in der mittleren Lebensphase, da fehlt ja was. Er hat sich genau diesen Fragen gestellt, was ist denn das Furchtbare, das Schreckliche, das Leiden, was wir anderen antun, wie kann man das philosophisch begreifen? Oder kapitulieren wir davor? Das ist ja dann doch die Frage nach dem Bösen. Das ist eine abgründige Frage. Du kommst an, das Böse gibt es gar nicht, nur eine Fiktion. Ja, aber warum? Das ist so furchtbar. Also die Fragen sind abgründig und da mache ich es mir nicht einfach und da sollte sich es niemand einfach machen. Aber da ist man wirklich an ganz schwierigen Dingen dran. Und die hier in aller Breite oder gar hier für Sie überzeugend darzustellen, wäre vollkommen unmöglich. An einem Abend ist es ganz ausgeschlossen. Naja, sind ja nur Gedankensplitter. Ja. Von Dostojewski mit diesem Satz habe ich mich auch oft auseinandergesetzt, Schönheit rettet die Welt. Und jetzt bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es heißt, Schönheit könnte die Welt retten, wenn wir dran glauben. Wenn wir an die Schönheit der Natur glauben, die es zu erhalten gibt. Wenn es an die Schönheit, die es ja im Menschen gibt, es gibt ja nicht nur das Schauerliche. Wenn wir daran glauben, an die Schönheit der Kunst, wenn wir hier der Johannes spielt oder ein Werk von einem bedeutenden Komponisten, dann empfindet jeder von uns oder die meisten oder viele von uns Schönheit. Aber wie gesagt, das ist was Ähnliches eigentlich, was Sokrates gesagt hat. Wenn wir müssen nur dran glauben, ja. Aber das tun wir eben nicht. Ja, also gut. Weiß ich nicht, ob es mit Glauben dann so getan wäre. Wenn Sie die Musik ansprechen, dann hätte ich da auch viel zu so sagen. Die ist in der Tat, wäre geeignet, in richtiger Form gehört, tatsächlich auch tiefere Schichten zu erschließen, die vielleicht sogar einen Rettungsimpuls beinhalten. Vielleicht. Also ist ja doch, aber da sind man natürlich ganz schwierige Fragen. Denn man muss es vielleicht auch, ich denke, man muss dann, wenn man, um das nochmal jetzt zusammenzubündeln, wenn man jetzt, wenn ich jetzt das über Schelling versucht habe darzustellen, zum Teil auch über Novalis, so ein bisschen die
die entscheidenden Punkte rauszuarbeiten. Man muss jetzt nicht die Welträtsel alle auffächern und sozusagen auftürmen. Das bringt gar nichts. Das wissen wir doch alle. Erstmal zur Kenntnis nehmen und differenziert und geistig aufnehmen. Das wäre wichtig. Man kann natürlich jetzt die ganzen Furchtbarkeiten der Welt auftürmen. Die stehen dann da im Raum und ja, was nun? Das ist richtig. Aber das klammert ja doch der Einzelne mit einem gewissen Recht auch im Moment der Schönheitsempfindung aus. Wenn ich ein Streichquartett höre von Beethoven, beispielsweise Opus 132, dann bin ich tief bewegt und dann weiß ich ja auch um das Furchtbare der Welt, aber ich habe es nicht ständig gegenwärtig. Es ist unmöglich, kein Mensch kann so leben. Aber wissen Sie, was dieses Streichquartett mit Ihnen macht? Das würde mich, wissen Sie, was da passiert bei Ihnen? Oder haben Sie eine Ahnung davon? Ja, habe ich. Aber möchte ich jetzt hier nicht darstellen. Hier ich möchte gerade von dir was sagen. Mir hat heute die Adelheid einen Stift vorgelesen, den ich sogar sehr gut kenne. Das ist der Abschied vom Viktor, der Viktor aus dem Hagestolz. Aus dem Hagestolz. Das war so unsagbar. War schön. Also so eine vollkommene Stunde. Ja. Da war es mir schon dann was passiert. Mit einem. Das ist nicht so aus, wenn man das immer wieder diese Impulse reintragt in den Alltag, in das Leben, ob Natur oder Liebe oder Kunst, dann mehr kann er mehr auch nicht tun. Muss man sich ja da immer fragen, ob man es tut. Na gut, ja, also ich glaube, das wäre noch ein eigenes Riesenthema. Das, glaube ich, das können wir jetzt hier nicht so behandeln. So nicht behandeln. Also ich glaube, lieber Kirchhoff, jetzt sage ich mal von Herzen Dankeschön für Ihre Ausführungen, denen wir gefolgt sind, versucht haben zu folgen, auf jeden Fall gefolgt sind. Wir bleiben ja noch eine Weile zusammen. Ich weiß nicht, ob Sie sich dann noch Fragen stellen lassen wollen, wenn wir uns dann etwas gestärkt haben. Auf jeden Fall herzlichen Dank und lasst euch nochmal. Haben Sie verdient? Habe ich gar nicht. Ja, hier, Johannes. Dankeschön. Danke. Danke, Eva. Danke, Johannes. Schön. Herrlich. Lieber Kirchhoff. Danke. Oh, bitte. Ja, wir sind ein klein, großer, klein.